Es gibt ja immer so Chili-Wettbewerbe. Adi Schatz. Adi Schatz, alles Gute. So, der Adi isst sein Katzengras. Das macht dem Adi ganz doll Spaß. Willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Und wir haben mal wieder eine kleine Challenge für euch vorbereitet, was ganz Besonderes ist, weil es die ganze Zeit gar keine Challenges gab. Ja, viele Challenges musste ich auch entfernen, runternehmen, weil das immer irgendwie gemeldet und gestreikt wurde und manche doch zu brutal waren, hieß es. Ich glaube einfach nur, YouTube hat so viel verändert in ihren Richtlinien, dass du manche Dinge gar nicht mehr zeigen kannst, andere aber doch. Ich werde mal gucken. Sobald wir die 10.000 Abonnenten erreicht haben, ist mir alles egal. Ab da werde ich dann wieder Challenges hochladen aus der Vergangenheit. Ein bisschen in abgeänderter Form, verpixelt, uncut, ne? Nee, cut, dann in dem Sinne. Und jetzt habe ich was bekommen. Letztens gab es nämlich Fanpost vom Brainy. Der Brainy hat von seiner Chili-Farm hier diesen Karton geschickt mit roten, saftigen, fruchtigen Chilis. Guckt euch die an. Die sehen auf jeden Fall richtig gut aus. Adi ist auch gleich am Start. Hier gibt es nämlich hier diese dicken, fetten, roten. Diese roten, großen. Und hier gibt es auch diese eine kleine. Guckt euch die an. Da steht dabei: Vorsicht, sehr, sehr scharf. Das soll jetzt keine Challenge sein, wo ich was mache und fordere euch dazu auf, das nachzumachen. Das ist im Prinzip eher wie ein Tasting für mich. Ich mag ja scharfes Essen, ich esse gerne scharf. Ich möchte wirklich einfach mal probieren, wie die schmeckt, wie scharf die ist und dann auch die kleine und schauen, wie die ist. Ich weiß, es steht auch immer noch Fladdys Labkaus-Challenge aus, wo man eine Dose Labkaus probiert, kalt zu essen, ganz, obwohl die sehr stopft. Da ich die ganze Zeit wegen Geronnes aber gar keinen Geschmack hatte, habe ich das erstmal hinten angestellt und jetzt, weil dieses Unboxing von diesem Paket noch nicht ganz so lang zurückliegt, möchte ich das erstmal aufholen. Ich merke zwar jetzt immer noch so ein Bitzeln auf der Zunge und ganz fit bin ich an sich nicht, aber was soll schon passieren, wenn man einfach mal ein fruchtiges Gemüse zu sich nimmt? So, wir holen uns jetzt die kleine hier raus. Wir suchen uns jetzt aus dem Karton eine schöne, fette, saftige, vielleicht die hier, die sieht auf jeden Fall richtig stark und richtig krass aus. Und dann stellen wir den Karton mal zur Seite. Ich bin immer noch sehr anfällig, was die Geschmacksrezessoren betrifft und alles, aber Schärfe kommt trotzdem durch. Es ist nur, dass meine Zunge in letzter Zeit, sobald ein bisschen was Scharfes auftritt, ist gleich weg. Wie als wenn du die am Ofen verbrennst. Habt ihr schon mal eure Zunge in den Ofen gesteckt? Schreibt es mal in die Kommentare. Wir haben jetzt genau diese zwei, die gegeneinander antreten. Guckt aber, wie klein und süß die ist und wie fett und brutal ich bin. Und deswegen werden wir jetzt. Achso, ich habe euch hier noch was mitgebracht. Er hatte mir nämlich einen Kommentar dazu geschrieben unter das Video. Die kleine ist eine Thai Chili Scoville, circa 100.000. 100.000 Scoville. Die anderen sind eigene Züchtungen, Scoville bis circa 50.000. Sind alle super fruchtig. Danke an Brainy, habe er gesagt, macht da ein extra Video dazu. Wir probieren also mal die 50.000er und dann die 100.000er. Ich werde jetzt die versuchen, einfach ganz zu essen. Einfach abzunagen und ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Ich habe mich schon einmal hingestellt, falls irgendwie, ich weiß jetzt nicht, wie ich drauf reagiere. Auf die Plätze fertig, das geht ja nicht um Zeit, egal. Ist ein Tasting, keine Challenge. Danke, Schatz. Sieht gerade einfach nur aus wie eine Paprika. Okay. Ist auf jeden Fall super saftig. Wieder Kanal von Hong.
Hätte ich so gar nicht eingeschätzt. Ich habe schon mal welche gehabt, die war natürlich getrocknet. Und die ist schön fruchtig, die ist schön saftig. Die ist delicious, würde ich jetzt sagen. Und ihr merkt eine Schärfe, die euch durch den Rachen, durch den ganzen Hals, Nasen, Mund, Augenhöhlenraum, wenn das euch jetzt noch reinquetscht, und die sich breit macht. Aber ich finde, das ist auf jeden Fall richtig angenehm. Ich esse ja sonst, wenn ich irgendwas esse, hier Gläschen Pfefferone oder so, zu einer Pizza dazu, finde ich total toll. Das könnte man auch wie Pfefferon einfach zu einer Speise dazu essen. Wir werden, um auf Nummer sicher zu gehen, uns einfach noch eine rausholen. Werden wir noch eine essen. Nicht, dass das ein Blindgänger war oder irgendwie. Ne? Ali, pass auf. Das ist wieder was ich nicht verstehe. Das Handy vibriert. Irgendjemand ruft an, aber es zeigt einfach nichts an. Das muss also ein WhatsApp-Anruf sein, den man nicht sieht. Die hat jetzt noch gar keine Samen, aber die wirkt irgendwie noch süßlicher als das. Die war saftig und fruchtig, die ist noch süßlicher und gleichzeitig auch scharf. So. Ich habe es mal gefressen. Bis 50.000 Scoville heißt ja nicht, dass jede 50.000 hat. Sondern nur, dass die so viel erreichen können, ja. Ich habe übrigens heute noch nichts gegessen, alles auf nüchternen Magen. Guckt euch den Fuchs an. Dani. Was machst du da? Das war alles noch erträglich, aber die müsste ja jetzt dann doppelt so scharf sein. Beziehungsweise denke ich auch, die Menge macht's. Denn wenn ihr jetzt die zweite esst, breitet sich das ja natürlich noch mehr aus. Legt sich noch mehr auf die Schleimhäute. Auf die Zunge, auf den Rachen. Ich muss das mal zumachen, weil die mir gerade eben schon eine rausgeklaut hat. Wir wollen jetzt nicht lang fackeln. Wir nehmen jetzt die Kleine, schieben uns die Kleine in den Mund und ich merke jetzt doch eine Tränenbildung, obwohl ich erst sagen wollte, dass die zweite nicht so scharf war wie die erste. Kommen die entweder jetzt auch im Nachhinein erst? Oder sie hat sich einfach auf die andere draufgelegt. Und die penetrieren mich jetzt zusammen, ja? Wir haben auf jeden Fall jetzt die Kleine hier übrig. Die werden wir jetzt probieren, die Thai Chili. Einfach bis hinten am Zippel. Oder man kann den Zippel. Ich mache den Zippel einfach ab. Jetzt ist kein Zippel mehr dran. Jetzt kann man die, sieht aus wie eine kleine Garnele, kann man im Ganzen jetzt reinnehmen und probieren. Ich merke, dass die Brille hier schon beschlägt. Das ist immer ein gutes Zeichen, wenn eure Augen plötzlich anfangen zu schwitzen und so viel Wärme ausstrahlen, dass die Brille beschlägt bei dem Brillenträger. So, das Schlimmste ist immer, wenn du versuchst, mit der Zunge irgendwelche Reste, die sich angesammelt haben, wegzumachen. Weil dann kommst du mit deiner Zunge wirklich dann überall dagegen. Selbst wenn du gegen deinen eigenen Zahn gehst, das ist wie ein Messer, der dir dann in die Zunge reinschneidet. Also du merkst schon den Unterschied. Das andere war eben eine Schärfe, die sich leicht verteilt hat. Das wirkt jetzt schon eher wie ein Stein, der dir im Rachen sitzt. Es wirkt einfach schwerer. Aber es ist okay. Lässt sich aushalten. Ich denke mal, die Samyang-Nudeln sind auf jeden Fall schärfer. Da finde ich ja meistens keine Angaben dazu.
Speichelfluss, Speichelbildung ist da. Das heißt, alles richtig gemacht. Aber die sieht schon wieder aus wie bei der Hochzeit, als sie hier einen Brautschleier auf den Kopf setzt. Alles Schatz, ja, um dich geht's. So, wie sieht's bei euch aus? Ich sehe überhaupt nichts mehr. Esst ihr gerne scharf? Schreibt's mal in die Kommentare. Züchtet ihr selber? Habt ihr einen Freund? Kennt ihr jemanden, der da was züchtet? Ne? Sabrina hat ja auch mal in einem Paket so Chilis geschickt, die ein Kollege angebaut hat, wo dann auch direkt Chiliöl dabei war, was daraus gemacht wurde. Ich glaube, je länger ich hier sitze, desto besser geht's mir. Ich werde dann auf jeden Fall jetzt erstmal Frühstück machen danach, damit sich das alles wieder beruhigt. Muss nämlich heute wieder streamen den ganzen Tag, damit ihr nichts merkt, wenn ich das gemacht habe. Ansonsten finde ich sehr cool, dass noch so viele da sind von diesen Großen, weil die Großen, die sind wirklich richtig köstlich, die sind auch nicht zu scharf, sodass du dir so zu einem Essen auch einfach mal direkt reinhauen kannst. So eine kleine, für eine Challenge, so als eine kleine Probe, ist auch richtig cool gedacht, feier ich. Du hast ja selber jetzt keine gehabt oder keine probiert. Wenn ein Kollege da mal wieder was hat, kannst du ja, staub dir mal eine ab, probier die mal, sag dann mal dein Feedback, wenn es soweit ist. Das war es jetzt auf jeden Fall von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses. Adi, Schatz.